Ich quartiere mir mal im Wohnset ein. So, wenn du ausgeschlafen hast, dann geben wir dir was zu essen, bevor wir dich in die Richtung weiterschicken. Ja, möchte gerne kochen. Es gibt Nahrung, genug hier. Dann kannst du gerne was draus kochen. Na komm, einmal lassen wir dich noch essen, dass du ganz voll bist. Ich würde am liebsten alles, was da ist, darüber liefern. Weil es wird ja eigentlich nichts hier gebraucht. Aber nicht jetzt. Jetzt mal nur das Weizen, weil wir das Weizen brauchen. Ja, so kannst du wirklich eine Weile bauen, bis wir den Weizen hier haben. Oh, sag bloß, sie holt von da drüben Möbel und Geschirr. Das wäre nicht schlecht. Auch wenn es jetzt ein bisschen blöd klingt, ein Vorteil hat es, dass meine beiden Soldaten weg sind. Ich muss mich nicht um ihre Nahrung kümmern und sie verbrauchen auch keine Nahrung. Aber ja, er könnte ein Problem werden, spätestens wenn er keine Nahrung mehr hat. Muss ich ihn zurückschicken, oder bei 10% Nahrung muss ich ihn zurückschicken. Aber ja, ich weiß schon mal, ich darf nicht in diese Berge. Hier ist jede Menge Eisenerz, was ich abbauen kann, was gut ist. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo ich Gold herkriege. Und ja, sie bringt Möbel erst einmal. Okay, unser Fischerzelt ist so voll.
Du kannst wieder Lebenssammler werden. Dir ja den Punkt in die Nahrung, damit du die Nahrung nicht so schnell verbrauchst, die du hast. Und da sind die Eskimos. Willkommen in der Heimattafel, Wikinger. Vor einigen Monaten landeten seltsame Wesen mit Federn im Haar an unserem Strand. Sie waren grausam und böse. Sie haben das Dorf eurer Brüder zerstört. Da sind sie in den Norden gezogen, Richtung untergehende Sonne. Dort werdet ihr sie finden. Mein Volk ist schwach, daher können wir nicht mit euch kämpfen. Aber unsere Lager stehen euch offen. Schickt eure Händler und wir werden euch helfen. Viel Glück. Ja, will? Ja, das nehme ich gerne an. So. Gold für Geschirr ist schon mal sehr gut. Aber was auch wichtig ist, Waffenröcke für Holzwerkzeuge. Okay, Speere für Möbel nicht unbedingt. Aber ja, gerade Gold und Waffenröcke. Hier liegen ungefähr... Ja, das müssten 5 Bögen sein, 6 Bögen rum. Ein paar Bögen sollten wir auch herstellen, selber. So, unser Müller kann trainiert werden. Unser Müller hat den Müller erfunden, gut. Das heißt, die Bäckerei kommt hier hin. Nah am Lager und nah an Mühle und Brunnen. Das ist perfekt. Jetzt müssen wir noch warten, bis der Lebenssammler, damit wir das Zweifamilienhaus bauen können. Und ja, du solltest endlich mal einen Sohn kriegen. Gut, sie würden auch Nahrung für Holz handeln. Oh, sie hätten hier auch Gold. Aber es ist wahrscheinlich effizienter, wenn ich Tauschhandel eingehe. Indem ich Gold gegen Geschirr, weil Lehm ist sowieso irgendwann nicht so nützlich mehr. Wo hätte ich eigentlich noch Lehm, wenn der Lehm alle wäre? Hier hätte ich noch ein bisschen Lehm. Ja, ist sogar nicht mal weit weg. Ja, will. Wobei, ich könnte hier ein Lager errichten. Hier Holz hacken, hier Gold sammeln. Wäre auch eine Möglichkeit. Und ja, hier würde ich wirklich nur Eisen sammeln und es einlagern. Oh ja, da war ja noch was mit Pilzen. Die würden hier wachsen. Ja, okay. Gut, hier ist auch ein bisschen Eisen. Ich könnte auch meine ganze Schmiedeproduktion hierhin verlegen. Ja, ich glaube, ich sollte das eher so machen. So, sicherheitshalber speichern wir hier nochmal drüber, weil ich mich ja jetzt hier ein bisschen dem Maya-Territorium nähere. Aber so wie es aussieht, sind das nur hohe Berge. Ja, wenn, dann würde ich wirklich hier nur
das Eisenerz abbauen und es da drüben verarbeiten. Hier habe ich ein bisschen Eisenerz. Ja, ich glaube, ich mache das so. Das ist wahrscheinlich geschickter, wenn ich hier meine Waffenwirtschaft hochziehe. Das heißt, ich habe nachher viele Händler. Und ich brauche Straßen. Die holt wahrscheinlich jetzt Geschirr. Oh, und hier ist auch noch Eisenerz. Also ja, das ist wahrscheinlich wirklich besser, wenn ich hier meine Eisenproduktion und alles hinbaue. Also sagen wir hier das Lager, hier den Holzfäller. Also hier den Holzfäller, hier irgendwo das Lager. Hier dann die Schmelzen und Schmieden. Okay, du bist hungrig. Dann schicken wir dich demnächst wieder nach Hause. Vor allem, dass du dann wieder beim Bauen helfen kannst. Sonst dauert es wirklich viel zu lange. Und ja, sie holt hier Geschirr. Oh, die letzte Mission hat es ein bisschen in sich, muss man sagen. Aber ja, hier hat es schön viel Eisen. Okay. Da wären die Sachen schon mal erledigt. Also ich sag mal, hier hinter das Lager. Hier hin den Eisenschürfer, hier hin den Eisen- und Goldschürfer, hier hin. Du kannst trainiert werden, gut. Eisen- und Goldschürfer jeweils hier hin. Lager, Eisen-, Goldschürfer. Wobei, den ersten Eisenschürfer kann ich auch hier hin bauen. So, der Neue muss dann erstmal wirklich Farmer werden, weil sonst haben wir kein Mehl. Und dann müssen wir gleich noch ein Kind machen, was in der Mühle arbeitet. Also, wenn er aus erwachsen ist, muss er in der Mühle arbeiten, ja. Erfahren und kannst trainiert werden. Gut. Dann kann ich das Eisen hier drüben einfach lassen. Kann auch irgendwann die Wegweiser einreißen, wenn wir das Zeug hier alles abtransportiert haben. Das heißt, hier kommt auch irgendwo dann nachher die Kaserne hin. Du bist hungrig, es gibt ein bisschen Nahrung. Und ich wäre echt froh, wenn er das Leder abtransportieren würde, statt der Nahrung. So, du, Bauarbeiter. Du bist bald Lebenssammler, das ist gut.
Du brauchst noch ein bisschen, bis du erwachsen wirst. Wie gesagt, noch kommen wir mit dem Fischen klar. Nachher wirst du halt der zweite Jäger.